Hallo liebe Zuschauer, willkommen beim Drachenzähm Simulator 2016. Wir müssen zurück, wahrscheinlich einen Sattel oder so holen. Ich kenne mich damit natürlich noch nicht aus, aber das werden wir ja bald. Das werden wir bald erfahren. Bis der Elefant noch irgendwo herunterstürzt und stirbt. Aber mit dem Holdar können wir leider noch nichts machen beim Elefanten. Der muss zuerst gezähmt werden. So ein Gepäckteil könnten wir auch machen. Vielleicht geht das dann. Das ist ein Ding, der könnten wir dann benutzen. Ein Rudolf. So. Also einen Sattel mitnehmen. Jetzt muss ich noch kurz schauen. Elefant. Harness. Eine Haarhaut brauchen wir. Heide. Heide. Wo ist die Heide? Zwei haben wir erst. Ja, wir müssen es probieren mit dem. Ah, da oben war der Sattel. Mit einem Sattel müssen wir es probieren, sonst können wir leider noch nichts machen. Sowas von schade. Was ist denn hier los? Also, jetzt gehen wir mit dem Rudolf dorthin. Ein bisschen abkürzen. So. Dann können wir vielleicht einen anderen Elefanten reiten. So, Sattel. Hallo, was ist denn los mit dir? Was hast du für ein Problem, hä? Was steht denn? Es steht nichts, hä? Man kann auch nichts anzeigen. Ja, ich glaube, man braucht ein Harness. Ah, Garmin vielleicht. Was? Medaillon? Boah, ist der teuer. Okay. Ah, wahrscheinlich so ein Ding, weil die Inder tun doch immer auf diesen Teppichen. Hey, halt die Schnauze. Okay. Man macht doch nicht immer diese Mods so umfangreich, also so schwer zum irgendwas zu bekommen und so. Das ist nicht fair. Ja, ja, da müssen wir irgendwelche Viecher schlachten. Oh, ich wollte nicht hier rein. Voll laute reden. Ich wollte nur durch das Portal. Ich tue das nette Portal. Da. So. Also, was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes... Ja, müssen wir noch ein bisschen leveln und dann verzaubern wir ein paar Items noch. Das ist schon wichtig. So. Genau. Etwas Spannenderes können wir so kurzzeitig nichts machen. Ja, ich möchte gerne mit der Axt und mit der Schaufel dann bauen. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt gerade nichts anderes machen könnte, sollte. Okay. Welche Tiere haben heute? Ja, das mache ich jetzt mal nicht hier. Oder vielleicht die da. Nichts gegeben. Frechheit.
Alles Leute. Ja, also gehen wir jetzt runter. Jetzt muss ich schauen, welchen Strahl da richtig ist. Der die. Ja. Gut, dann gehen wir runter. Nehmen wir den noch hier mit. Ja. Frechheit. Na gut. Bin nur ein bisschen enttäuscht, dass ich jetzt kein Pferd reiten, Elefant reiten kann. Naja. Wir müssen da links gehen, genau. Und jetzt können wir wieder einfach machen. Wenn wir dann besser ausgerüstet sind, machen wir wieder auf schwer. Ja. Okay, hier haben wir Rubin. Noch ein Rubin. Ja. Und ist wahrscheinlich nichts mehr. So, wir müssen jetzt nach oben wieder. Ja. Gut. Da ist nix. Da kamen wir. Genau. Ja, was ist hier noch? Gibt es hier noch irgendwas? Nö, oder? Nö. Ja, also. Nach unten. Ja, da haben wir wieder den Stollen. Mal schauen, was wir hier so noch finden. Ja. Wir hören aber irgendwas. Da. Ja. Toll. Toll. Ist gefährlich da unten. Wie könnten wir am besten das machen? Wir machen da mal einen Block hin. Ja, nicht so. So, ja. Ja, die kann mich treffen, genau. Ah. Ab. So. Jetzt mal kurz heil, also essen, damit wir uns heilen.
Selbst da sind noch Spinnen. Ja, ja, genau. Ja, 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 ja. So ein Mist. Wo kommen denn die Spinnen her? Die können hier unten spawnen. Ja, toll. Nett hier, hä? So. Ja, das ist klar, dass die nach von oben nach unten kommen. Mist, wir werden von überall eingekreist. So. Jetzt aber. Ja, toll. Die haben auch Knockback, wie die sagen. Frechheit. Ja. Haben wir schon mal ein Schwert vergeudet. Ach komm, wieso spawnen die hier? Ich will sie nicht kaputt machen, das ist es. So, mal kurz markieren. Giftspinnen Spawner 1. So. So, Delle. Gut, das haben wir geschafft. Aber es gibt noch viele andere Gänge. Das Gold noch mitnehmen, so. Jetzt können wir hier irgendwo noch Gänge finden. Oh, großer. Ich weiß nicht, war das nicht mal ein Bug? Und Mojang hat es einfach gelassen. So die großen Gänge, Räume. Oder war einfach Mojang zu faul? Kann auch sein. Die faulen Mojanger. Oh. Okay. Dann tun wir schon mal wieder ein bisschen. Reinlegen, damit wir. Platz haben. Wieso wird der Rucksack einfach so in die Ding teleportiert? Wenn man es mit einem Ding abbaut. Mit einer Axt. So, jetzt hab ich's. Das ist die Frage, hä? Also sicherlich schaffe ich jetzt das nicht alles zu erkunden, aber das Gröbste habe ich und das ist das Wichtigste.
Das ist ja mal episch. Das ist episch. Und wir haben 30 Level, das ist schon mal wichtig. Irgendwo haben wir doch noch eine Truhe gehabt vor. Schon wieder alles. Wieder verwirrt. Schon wieder verwirrt. Ja, ist ja auch nicht leicht, hä? Na gut, wo waren wir noch nicht? Da war. Wir gehen jetzt mal einmal ringsum wieder. Bis zu der Stelle, wo alles dunkel war. Ah, da war die Kiste. Genau. Die wollte ich. Oh, hier habe ich dann nicht den Schaden gemacht, den ich wollte. Gott, oh Gott, was sind denn das für Räume hier? Das nehme ich auch noch eine Kiste. Ja, unbedingt wieder die Kiste befüllen. So. Hier. Lol, Blumen. Nee, da gehen wir jetzt nicht weiter. Also, wir müssen zur Kiste nach vorne wieder. Das ist ja Wahnsinn. Mega! Das sind mehrere, oder? Das ist nicht nur ein Stollen, das sind mehr, die einfach gespawnt sind zusammen. Das ist heftig. Okay, hier ist wenigstens fertig. Wenigstens bei einem Ort fertig. Ja, ja. Kommen wir her. Und hier. Oh, Schleime. Sehr schön. Die bräuchten wir auch mal. Für die Lassos und puh, Schleimblöcke. Und so weiter. Aha. Ja, und hier. Ich hab keinen Bock mehr. Ich will nach oben. Es ist schrecklich, wie groß das hier ist. Also wenn mir irgendwas... ja, wenn ihr irgendwas gesehen habt, was ich vergessen habe und mir das sagen könnt, bitte unter die Kommentare schreiben, es ist wichtig. Ja, aber richtig toll gewesen, oder? Oh, ich liebe solche Stollen. Eine richtige Herausforderung für jeden... wie sagt man denn? Geologen. Erkunder und so weiter. Gibt es irgendwo mehrere Spinnen?
diese Richtung, und zwar nach unten eventuell. Ja. Wie ist, also wenn sie hell sind, dann sind sie ungefähr gleich, auf gleicher Höhe. Wenn sie dunkler werden, sind sie wahrscheinlich tief, und wenn sie ganz hell sind, dann sind sie höher. Ich muss also in diese Richtung runter. Ich höre sie jetzt nicht mehr. Ah, hier. Gut. Ja. Ich höre sie nicht mehr. Ah, hier. Ah, jetzt sind wir oben. Hä? Wieso sind an Schluchten eigentlich die ganze Zeit die Creeper? Was ist das hier? Xylit. Das ist die Kohleersatz. Den muss ich unbedingt mitnehmen. Hey, passt doch. Was ist denn los? Was ist denn los? Wie kommen die? Frechheit. Das ist die absolute Frechheit. Es ist unmöglich, dass die hier hinkommen. Ah, Frechheit. Nein, das ist jetzt mehr. Ich will nicht schon wieder von Null anfangen. Alles wieder in die Lava gefallen. Jetzt reicht's mir. Jetzt cheat ich. Nur noch gecheate. Cheat ich wirklich für einen kurzen Augenblick. Jetzt muss ich aber schauen, wo der Tod ist. Da ist der Tod. Es geht mal gar nicht. Jetzt habe ich extra aufgepasst, dass nichts kommt, und kommt von oben ein Zombie. Wie kommt der von oben? Man hat ihn gar nie gehört. Jetzt gehen wir mal hier runter. Wie tief war das? Das war extrem. Also wie kam der von oben? Seht ihr? Der hat gecheatet. Der ist wahrscheinlich hier oben gespawnt und ist direkt runtergefahren. Der hat gecheatet, ich cheate zurück. Gut. Aber wahrscheinlich die wichtigen... Ah, zum Glück, dass die Axt... Die Spitzhacke, meine ich. Gut. Also. Gerechtigkeit, das Spiel ist unfair zu mir, ich bin unfair zum Spiel. Das war ein bisschen Gerechtigkeit. Tut mir leid für die, die wirklich sowas aus Herausforderungsgründen nicht machen wollen und sehen wollen, aber ja gut, diese 30 Level und halt Werkzeug und so habe ich mir als Cheat, wie sagt man dem? Das ist einfach das Geld, das ich gezahlt habe. Das Lehrgeld sozusagen. Aber habt ihr den gehört? Im Video sieht man es vielleicht. Ich glaube kaum. Also, jetzt haben wir. Naja, ein paar Sachen nicht mehr, Level nicht mehr, Schaufel nicht mehr, oh, die Schaufel war teuer und die Rüstung, oh, nein, nein.
Spiel ist unfair. Das ist einfach unfair. Ich glaub's nicht. Das ist eine Frechheit. Dann ist der Part auch schon wieder vorbei. Das ist eine Frechheit. Aber dafür haben wir ein bisschen Zylit. Wow. Mega. Nein. Es kommt nur, dass ich die ganze Zeit sterbe. Ihr müsst schauen. Gott, oh Gott. Das rausnehmen. So. Gut. Also. Dann machen wir hier mal die Monstersachen rein. Big Cat Claw Feuerzeug. Xylit. Hier das. Dann der Lapislazuli hier rein. Ja, dann müssen wir hier unten nochmals die Schleimbälle, Spinnenauge, Schwarzpulver rein. Und hier drüben die Kerne, Sachen. Ja, dann machen wir kurz hier noch die Sachen. So, oh. Mist. Ich bin im Kreativmodus. Backpack. Ja, aber ich muss sie jetzt cheaten können. Ja, toll. Backpack, Backpack. Ich habe den Backpack kaputt gemacht. Das geht auch gar nicht. Jetzt müssen wir nur das richtige Ding finden. Was ist denn das? Horse Armor Stand. Ah, stimmt. Ja. Diese Übersicht. Ich will ein HD Minecraft mit großem Inventar. Alles sieht, aber so klein, hä, das ist nichts für mich. Toll, wirklich toll. Jetzt dürfen wir nicht mal den Backpack parken. Hä? Was ist denn hier die Strafe? Ah, da. Das ist der richtige, oder? Ja, ja. Okay. Jetzt müssen wir aber raus aus dem Game Mode. Unbedingt. Ich hasse Game Mode 1. Ich hasse ihn. Ja, ja doch, das ist richtig für die Loren. Wieso kann man die nicht stacken? Ah, ist man ja blöd oder was? So, und hier. So. Also, wo soll ich die Knochen hin tun? Mal hier rein, hä? Dann haben wir hier noch ein paar Blöcke. So, und im nächsten Part werden wir uns wieder ein bisschen orientieren. Das geht mal gar nicht. Gott, oh Gott. Also, Dankeschön, auch wenn es wieder ein bisschen ein Depri-Part war. Dankeschön für, ja, diese Treue und, ja, fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, euer Drago Basel. Tschüss.